Der nächste Vlog steht an. Wir freuen uns schon richtig, denn 1860 München spielt im Bayern-Derby gegen Greuther Fürth. Den Vlog dazu gibt's jetzt hier. Wir sind also im Stadion angekommen, haben ziemlich geile Plätze. Moritz, was erwartest du dir von dem Spiel? Ich erwarte wenig und davon sehr, sehr viel. Aber um mal einen gehörnten Schalk in meinem Nacken zu zitieren, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich niemand sicher sein kann. Nie. Über uns der Himmel ist weiß-blau. Weiß-blau wir unsere Farben. Chancen im Minutentakt jetzt wieder für Greuther Fürth. Ja, mehr oder weniger genauso rausgespielt wie der Führungstreffer. Dieses Mal aber den Ball knapp verpasst und ist so. Oh, das könnte er wieder geben. Nein, gibt aber keinen. Oh. Sehr, sehr viel Hitze drin in dieser Zweitligapartie. Weiß-blau wir unsere Rauten, unser Sprach. Abgeflacht. Greuther Fürth hat versucht, die Spielkontrolle zu übernehmen. Das ist nicht gelungen. Und bei 60, ja, die Unzulänglichkeiten im letzten Drittel, die sind doch signifikant. Gott, ich bin fast eingebrannt. Ja, also ich muss schon auch sagen, die Qualität dieses Fußballspiels 60 gegen Fürth ist doch sehr reduziert. Aber ich muss jetzt meine Fans zitieren. Und zwar hat er gerade geschimpft, und zwar über sein eigenes Team. Im Fußballspiel sind wir ganz hinten, im Jammern sind wir ganz vorne. Sehr, sehr geil. Ich habe mir den Heim gebracht. Scheint die Sonne, mein Lied, ich pfeif aufs Wetter. Im Herzen bleibt mein Himmel. Aus der Arena. Was ist denn jetzt mit dem Stadion? Wir haben ja gerade schon die Bilder gesehen. Die 60er wollen raus aus der Allianz Arena. Keine Frage. Deine Meinung dazu? Ja, ich kann das gar nicht verstehen. Ich fühle mich hier total zu Hause. Oh, mein Löwe, immer Löwe, oh, ich hab schrien als Kind. Hey, hey Fox, Entschuldigung, ist das hier ein Zweitligaspiel? Ja, ist es. Und du solltest mal nicht die ganze Zeit schlafen hier. Ja, ist schon gut. Unser Bruder, schöne grüne Isarau. Was für eine Chance! Unfassbar. Die Löwen haben gerade die Latte getroffen. Aber es steht immer noch 1-0 für Fürth. 10-0 für 60. Was für ein geiles Spiel. Manu, du musst jetzt sehr stark sein, aber das ist das enge Verhältnis. Oh Mann, und ich dachte schon, das wäre ein historischer Abend. Sie wird für 60 schreien, für mein Verein. Noch zwei Spiele, dann geht's zurück zum 60er Stadion. Puh, harte Kritik der Fans. Ich denke, sie wollen, dass ihr Team absteigt, oder wie würdest du das deuten? Ja, ich hatte heute wirklich den Eindruck, der TSV 1860 reitet ein totes Pferd. Vielleicht sollten sie absteigen. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Soll 60 wirklich absteigen? Ja, nein, vielleicht. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. So, jetzt ganz kurz zusammengefasst. Fürth hat mit 1-0 hier in München gewonnen. Dein Fazit? Ja, Fürth hat ein frühes Tor geschossen und das danach relativ souverän runterverteidigt. 60 war in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft, aber sie konnten sich nicht wirklich Torchancen rausspielen. Das war ein ziemliches Trauerspiel, aber immerhin haben sie das Eckenverhältnis gewonnen. Mit ganz kurz. Ja, Mann, YouTube, ja! ganz kurz zusammengefasst, nach 10 Minuten hätten wir gehen können. Und wenn solche Löwenfans da sind, dann weiß ich, wieso ich Bayern-Fan bin. Ja, mit diesen Worten wünsche ich euch alles Gute und ciao. Und Manu, beim nächsten Mal gucken wir uns bitte wieder ein Fußballspiel an. Okay? Mach mal, bis dann.